Hallo und herzlich willkommen hier bei Code Wizard TV und einem kleinen Special. Mir ist an meiner ATI Radeon 7970 Twin Froser 3 der Lüfter abgefallen. Ja, ihr habt richtig gehört, hier kann man es sehen, da ist der Lüfter abgefallen mitten im laufenden Betrieb. Und ich habe im Internet nach einer Gelegenheit gesucht, mir einen neuen Lüfter zu bestellen und habe dort entsprechend eine Webseite in China gefunden, wo ich mir den Lüfter ordern konnte. Und der ist jetzt auch nach gerade mal anderthalb Wochen angekommen. Und jetzt werde ich versuchen, hier kann man ihn sehen, jetzt werde ich versuchen, den auf die Karte zu bauen. Da ich im Internet noch kein Video dazu gefunden habe, wie man das macht, habe ich mir gedacht, filme ich das Ganze doch und lade es entsprechend dann auch mit hoch. Ich muss dazu sagen, ich bin jetzt nicht so der handwerklich Begabteste. Also wenn ich das kann, kann das glaube ich jeder. Ich spule das mal kurz vor, wie ich hier die Schrauben löse. Es sind auch nicht viele Schrauben, wie man sieht. Das sind nur diese kleinen silbernen Schrauben, die ich da einmal rundherum ablöse. Jetzt habe ich nach einer Möglichkeit gesucht, da noch die Blende abzuschrauben, aber das muss man gar nicht, sondern was man jetzt noch abschrauben muss, sind hinten dran sind so vier schwarze Schrauben in der Mitte. Die muss man natürlich auch noch lösen. Achtung, hierbei sei gesagt, ne, wenn ihr das macht, da sieht man auch, da das Siegel schraube ich durch, verliert ihr die Garantie. Solltet euch also sicher sein, dass ihr keine mehr auf der Karte habt, bevor ihr das macht. Hier sieht man jetzt schön das Kühlgerippe und noch das Schutzblech vorne dran. Das schraube ich jetzt auch mal schnell auseinander. So sieht das aus. Von beiden Seiten ganz schön viel Staub. Das habe ich jetzt mal schnell durchgepustet. Und jetzt werde ich erstmal die alte Wärmeleitpaste entfernen. Nehme ich ganz normalen handelsüblichen Isopropylalkohol, kriegt ihr in jeder Apotheke oder beim Versandhandel eurer Wahl auch im Internet. Und schraube jetzt die defekten Lüfter ab. Ich war sehr überrascht davon, dass die Lüfter, die ich mir im Internet bestellt habe, 1:1 die Lüfter sind, die original auf der Grafikkarte drauf sind. Das sieht man jetzt auch gleich. Ich muss jetzt hier nur oben noch so ein paar Klammern lösen. Dazu nehme ich einen kleinen Hebel, den man auch im Internet als Werkzeug, hier kann man nochmal sehen, als Werkzeug bekommt. Den nimmt man meistens, um Gehäuse zu öffnen. Hier hat man es gerade gesehen. Wie ich ja gesagt habe, da ist der Originallüfter, der auch auf der Karte mit drauf ist, kam zu mir. Da war ich sehr überrascht. Das heißt also, es kommt da wirklich alles aus einer Fabrik. Und ja, dann muss man jetzt eigentlich auch nur noch das Ding wieder zusammenschrauben. Wie man hier gut sehen kann. Und dann das Kabel da wieder ein bisschen reinbuddeln und diese Klammern wieder zu drücken. Und dann hält es auch von alleine. Ist dann ein bisschen schwieriger, die richtig festzuschrauben, wenn da dieses Kabel da im Weg ist. Aber das war gar nicht so schwer. So, jetzt wird es noch fertig festgeklemmt, das Kabel. Und dann kann ich auch schon wieder das Schutzblech vorne dran schrauben. Das sind auch nur vier Schrauben, das geht ganz schnell. So, jetzt mache ich natürlich auf der Grafikkarte das gleiche. Ich entferne die Reste der alten Wärmeleitpaste. Nachdem ich die entfernt habe, bringe ich neue auf. Das ist so eine weiße Keramik-Wärmeleitpaste, die ich in der Firma hatte. Die bringe ich hier mit einem Gitarrenblacktron auf. Damit lässt sich das ganz gut verstreichen. Und ich geize damit nicht. Also ich mache da auch ein bisschen was drauf, damit das Ganze schön bedeckt ist, wenn da später die Grafikkarte wieder auf dem Kühler sitzt. So, noch ein bisschen anpassen, dass es richtig drauf sitzt. Und dann kann man auch die Schrauben wieder draufschrauben. Ich habe wieder mit den schwarzen Schrauben angefangen, die ich als letztes gelöst habe, damit es schön fest auf dem Kühler drauf sitzt. Und dann jetzt einfach nur noch die kleinen silbernen Schrauben wieder drumherum.
Nicht vergessen, das Kabel der Lüfter am Ende wieder anklemmen, damit die auch wieder funktionieren. Wenn ihr wissen wollt, wo ich die Lüfter bestellt habe, schreibt mir einfach eine kleine Nachricht hier bei YouTube, Twitter oder Facebook oder schreibt mir eine E-Mail an schreibmir@codewizardtv.com und dann schicke ich euch entsprechend einen Link, wo ich sie her habe. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein Like da lasst oder auch gerne ein Abo. Und wenn ihr mehr Videos in dieser Art haben wollt, dann schreibt es mir doch bitte gerade in die Kommentare unter dieses Video drunter. Denn ich habe in der nächsten Zeit ein paar Umbaumaßnahmen an dem PC noch vor. Und wenn euch solche Videos gefallen, dann würde ich das entsprechend auch dann noch aufzeichnen und vertonen. Dann bleibt mir wieder nichts anderes übrig, als zu sagen, bis zum nächsten Mal, macht's gut, euer Ron.